Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von MioTrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute möchte ich euch was über die Startseitentexte erzählen, was für Texte drauf sollen, wie viele Texte und was dabei zu beachten ist. Wir befinden uns jetzt hier an der oberfresen.info-Seite. Die Seite ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und das ist die Beispielseite, die wir gemeinsam auf den YouTube-Kanal aufbauen werden. In einem der letzten Videos haben wir hier oben schon das Menü gemacht und ebenso werden wir heute die Texte besprechen für die Startseite, was da drauf soll. Das Ganze ist jetzt noch nicht grafisch designt, aufgewertet oder sonst was, weil das werden wir wirklich Step für Step auf den Kanal machen und ja, nicht wundern, dass die Texte jetzt einfach blank hier drauf sind. Es gibt generell drei Seitentypen von Nischenseiten. Das wären einmal die Mini-Nischenseiten, die haben Suchvolumen von bis zu 1000 am Hauptkeyboard. Dann die normalen Nischenseiten, das ist ab 1000 bis 4000 auf dem Hauptkeyboard vom Suchvolumen. Und dann die Portalseiten, die großen Seiten, die wir hier haben, die sind dann ab 4000 bis 20, 30, 40, 50.000 auf dem Hauptkeyboard. Oberfräse alleine hat ein Suchvolumen von etwa 20.000, 22.000 Suchvolumen und wir haben hier ziemlich viele Untermenüpunkte bei Hersteller, Zubehör, Watt, Spezial und dann später noch ein Vergleich und dann noch 52 Ratgeber-Themen. Da werden wir in den anderen Videos drauf eingehen und das wird schon eine relativ große Seite, eine Portalseite. Andere haben jetzt wiederum Portalseiten und definieren das so, dass man da ganz viele Produkte importiert mit den neuen Plugin vom Affiliate-Team, Burpee All Import, glaube ich heißt es, kann man 4000 Produkte oder so eine ganze Kategorie auf einmal importieren. Aber wir definieren aktuell eine Portalseite oder das ist eine Portalseite, die wir so aufbauen, dass das wirklich eine große Seite ist, wo wirklich überall Texte hinkommen und nicht nur 4000, 5000 Produkte importiert werden und dann überall 200 Wörter Text bei speziellen Punkten sind, sondern wir machen wirklich auch für jedes Produkt eine eigene Beschreibung und so und deswegen nicht wundern, wenn eure Definition von Portalseite was anderes ist. So viel am Rande erklärt. Für die drei Nischenseitentypen sehen wir generell vor eine Wortlänge von 2000 Wörter auf der Startseite. Natürlich kann man bei einer Mini-Nischenseite auch etwas weniger nehmen, 1000, 1500 Wörter. Bei einer normalen Nischenseite fährt man mit 2000 Wörtern auf jeden Fall schon gut mit. Und das wäre dann ein guter Durchschnittswert. Und bei einer Portalseite könnte man sagen, okay, das ist ja eine riesen Seite mit viel Suchvolumen und so, das sollte man dann 3.000, 4.000 Wörter auf die Startseite packen. Das kann man natürlich auch machen, aber es muss natürlich Sinn ergeben. Wir haben jetzt hier 2.300 Wörter auf der Startseite und die Wörter hier haben auch Sinn ergeben. Es sind dann Überschriften da, die auch wirklich zum Thema passen. Ne? Und wir haben ja ganz viele Untermenüpunkte. Bei Hersteller, Zubehör, wart jetzt nicht so viel, aber Spezial auch nochmal was. Und dadurch kommen dann natürlich auch noch ganz viele Wörter Text zustande. Und deswegen reichen auf der Startseite in dem Fall ca. 2.000-2.300 Wörter, wie es jetzt ist, für uns vollkommen aus. Da kann man natürlich auch drüber streiten, aber probiert es aus. Texte nachliefern kann man auch noch immer. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt 4000 Wörter drauf macht. Aber es sollte wirklich Sinn ergeben. Man sollte nicht die letzten Wörter mit rausquetschen, dass es einfach dann eine bestimmte Wortzahl hat. Der andere Punkt ist Keywords, Keyworddichte und so. Wie ihr hier oben erkennt, haben wir eine Domain oberfresen.info. Das ist jetzt die Mehrzahl. Aber wir möchten beim Hauptkeyword auf die Einzahl ranken, Oberfräse. Natürlich hat das irgendwo eine Wichtigkeit. Aber die Wichtigkeit ist jetzt nicht so hoch, dass wir sagen, okay, mit der Domain passt das so nicht, die nehmen wir auf jeden Fall so her und wir werden damit ganz normal ranken können und deswegen ist es auch im Content egal, ob man da jetzt Oberfräse oder Oberfräsen schreibt. Natürlich ist es so, wenn ihr nur Oberfräsen verwendet, dann werdet ihr dafür besser ranken wie auf der Einzahl. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, man hat ein Keyword, das Hauptkeyword Oberfräse und das muss genau 2%, 3%, 4% im Text vorkommen. Da kann man auch unterscheiden zwischen Einzahl und Mehrzahl und auch natürlich Synonyme. Mir fällt jetzt gerade kein Synonym für Oberfräse ein. Da gibt es dann sicherlich in anderen Nischen Synonyme, die natürlich Sinn machen und so. Und deswegen kann man von keiner Keyworddichte ausgehen, weil man sollte natürlich auch die Wörter mit einbringen. Natürlich auch dann Hersteller und so und wir sagen generell keine Keyworddichten. Natürlich sollte man irgendwo schon schauen, dass das damit irgendwo abgedeckt ist, dass das Wort mal in der Überschrift drin vorkommt und im Text davon vorkommt. Aber wenn man einen normalen objektiven Text darüber schreiben lässt, ist das in der Regel der Fall. Man kann den Text darauf hinweisen und sollte man auch das Wort in Synonym mit einpacken, Hauptkeyword sozusagen auch mit reinschreiben in den Text, aber nicht darauf achten, dass er genau eine Keyworddichte hat.
Was auch noch ziemlich beliebt ist, Produkte im Text. Hier zum Beispiel sehe ich gerade, ist ein Produkt drin. Sowas kann man natürlich auch machen, aber man sollte damit nicht übertreiben. Man sollte nicht 20 Produkte in so einen kleinen Absatz reinpacken oder auch an der ganzen Seite bei einer Wortlänge von 2000 Wörtern, sondern man soll wirklich schauen, dass es objektiv darüber ist und der Text auch emotional geschrieben ist. Also ein Text, der auch verkaufen kann, wenn der vollgepackt ist mit Produkten und allen anderen wie technischen Daten, dann ist der ziemlich monoton zum Lesen und das Ganze ist jetzt nicht so für den Nutzer gut zum Anschauen und so. Deswegen, Texte müssen auch verkaufen können. Man braucht jetzt keinen Verkaufswerbetext, der einen da jetzt für 8 Cent pro Wort bei einer Nischenseite Texte schreibt, sondern einfach wirklich gute Texte, die eine Qualität haben, draufpacken und das Ganze wird dann auch im Normalfall ausreichen. Themen wie Gesundheit und so, da müsst ihr natürlich aufpassen, da könnt ihr jetzt keinen Werbetext da dran lassen oder keinen normalen Text, da müsst ihr wirklich dann schauen, dass die Leute dafür geschult sind und euch das dann am besten auch ausweisen lassen, dass ihr da auch wirklich gute und Texte bekommt, die irgendwie auf Wahrheit beruhen. So viel dazu nochmal und das Ganze war es eigentlich, wie man bei Texten drauf achten sollte, worauf es da drauf ankommt und jetzt gehen wir mal inhaltlich ran. Ganz oben sollte eine Überschrift sein, wo das Thema aufgegriffen wird, wo die Person persönlich angesprochen wird und sich persönlich angesprochen fühlt. Hier wären wir einerseits etwas bei den emotionalen Punkt, weil wenn die Person hier ganz oben schon mal liest, wir sind dein Ansprechpartner für Oberfräsen und Zubehör, dann fühlt sich der willkommen und richtig auf der Seite und macht nicht hier oben den Klick zurück, der tödlich fürs Ranking ist, wenn es ganz, ganz viele Leute machen. Sondern die Person bleibt wirklich da und informiert sich auf eurer Seite, weil sie sich angesprochen fühlt. Das ist erstmal so ein kleiner Trick oder Punkt, wie man den persönlich ansprechen kann und er sich erstmal willkommen fühlt, dass er überhaupt weiterliest. Ihr könnt die besten Texte haben, wenn der sich ganz oben nicht angesprochen fühlt oder auch vom Design, Layout her sich nicht willkommen fühlt, dann ist das Ganze negativ und wird nicht die Texte durchlesen. Die können so gut sein, wie auch immer. Wenn er sich oben nicht angesprochen fühlt, ihnen das nicht zusagt, das Layout, Design oder was, dann ist er weg. Dann der erste Textabsatz ist ziemlich wichtig. Das sollte man, wenn man ein Produkt oder ein Thema hat, wo jetzt nicht so bekannt ist oder ziemlich modern, wie zum Beispiel 3D-Drucker oder OLED-Fernseher, sollte man erstmal einen Text darüber schreiben, 200, 300, 400 Wörter, wo auf das eingegangen wird, was ist es, was sind die Unterschiede zu den sozusagen alten Produkten und kurz darauf hinweisen, was ist es überhaupt. Wenn man wie hier ein selbsterkennendes Produkt hat, eine Oberfräse, jeder, der danach sucht, Handwerker und so, wissen in der Regel auch, was das ist. Kann man natürlich auch so einen kurzen Einleitungstext schreiben, muss aber auch nicht sein. Wir gehen hier dann gleich mal darauf ein, welche Hersteller baut die besten Oberfräsen. Ein allgemeines, objektives Thema, wo jeden interessiert. Und dann bauen wir es so auf, dass wir 10 Fragen hier stellen oder 10 Fragen aufgreifen, die man sich als Kunde stellt. Die Fragen werden wir hier unten dann immer durchformulieren, wie viel Watt für Oberfräsen und dann sind hier auch wieder ca. 200 Wörter dazu geschrieben. Natürlich müssen die 200 Wörter auch ausgehen und Sinn machen, wenn jetzt euer Texter sagt oder ihr selber sagt, okay, zu dem Thema, welche Hersteller bauen die besten Oberfräsen und man 60 verschiedene Hersteller hat, dann wird sich das mit einem 200-300 Wörter Text nicht ausgeben. Dann kann man da ruhig 600 Wörter darüber schreiben, natürlich nicht als Fließtext, wie es aktuell hier noch ist, sondern das Ganze wird dann auch später noch grafisch aufgewertet und so. Deswegen nicht pauschalisieren pro Menüpunkt oder pro Überschrift sozusagen 200, 300 Wörter, sondern wirklich, das ist ein Richtwert, wenn das Ganze Sinn macht. Andersrum natürlich, wenn ihr wiederum eine Überschrift habt, wo man nur 100, 150 Wörter schreiben kann, dann solltet ihr da keine 200, 300 Wörter ausquetschen. Für die Startseite überlegt ihr euch einfach ein paar Fragen, die wirklich Sinn machen, in etwa 10 Stück. Ihr könnt natürlich auch 8 oder 7 oder auch 15 machen, aber es sollte wirklich Sinn machen und nicht irgendwo dann enden, was war im Jahr 1932 oder so die beste Oberfräse für zu Hause, wo überhaupt niemanden interessiert. Also es sollte wirklich zum Thema zeitgemäß sein und aktuell. Außerdem sollten wir auch schauen, dass die Texte gut strukturiert sind und dass wir nicht hier oben davon reden, zum Beispiel wie viel Watt eine Oberfräse braucht und dann außerdem sollten die Texte auch gut strukturiert sein. Außerdem sollten die Texte gut strukturiert sein. Damit meine ich, dass die Texte nicht hier oben im Thema aufgreifen und hier dann irgendwo in der Mitte wieder fallen lassen und ganz ganz unten wieder mit und ihr dann nicht ganz ganz unten mit dem Thema weitermacht, sondern wirklich, dass ihr immer zum Schluss kommt. Natürlich kann es sein, dass es mal nicht anders geht und so, aber generell sollte man schauen, dass ein Text immer in relativ kurzen Abschnitten damit abgeschlossen ist.
Was auch noch ziemlich gut ist, wenn ihr wirklich hier gleich auf bestimmte Unterseiten an einem Text verlinken könnt. Also macht zum Beispiel sowas wie, wenn ihr hier über einen bestimmten Hersteller schreibt, dass ihr dann wirklich schaut, dass ihr dazu dann auch eine passende Unterseite habt und darauf verlinken könnt. Genauso wie bei Zubehör und so. Dass man wirklich schon schaut beim Schreiben oder Schreiben lassen, dass man es dazu sagt, dass man gut auch mit den anderen Texten von der Seite interagieren kann, dass das auch Sinn macht und die sich gegenseitig sozusagen unterstützen, dass man da weitere sinnvolle Sachen lesen kann, dass der Benutzer nicht so extrem viel verschiedene Sachen lesen muss und dass er wirklich zum Punkt kommt. Hier werden wir auch, dass wir bei einer Überschrift wirklich nur das Thema behandeln sollen. Natürlich sollten wir jetzt nicht nur 1:1 die technischen Daten runterrattern, worum es geht, sondern natürlich muss das auch einen guten Lesefluss haben können und so. Aber man sollte jetzt nicht unnötige Worthülsen mit reinschreiben, nur dass es länger wird. Weil wenn man aus dem Text, der mit 150 Wörtern abgedeckt wäre, 500 Wörter lang zieht, dann natürlich gibt es Leute, die gerne so viel lesen und so, aber es hat dann wiederum keinen Sinn. Weil es ist einfach nur unnötig lang für den Benutzer, der auf eurer Seite ist. Man kann auch Vergleiche machen, wo man verschiedene Bereiche dann vergleicht. Zum Beispiel Akku-Oberfräsen und dann Oberfräsen, die normal mit einem Stromanschluss laufen. Und dann kann man links eine Liste machen und rechts eine Liste. Das Ganze kann man damit zu Bullet Points lösen. Die kennt ihr sicherlich von Amazon, wo links so ein kleiner runder Punkt ist. Und dann steht die Eigenschaft, genauso wie erstens, zweitens und drittens. So Listen sind auch ziemlich gerne gesehen, weil man da wirklich gut strukturiert Sachen aufgliedern kann, dass eine Person das beim ersten Blick schon gleich erkennt und weiß, hey cool, hier sehe ich gleich die Informationen und das nicht aus dem Fließtext raussammeln muss. Das war's eigentlich mit den Texten für die Startseite. Wenn ihr jetzt natürlich noch Fragen habt, weil es ein relativ großes Thema ist, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. In den anderen Videos werden wir dann darüber sprechen, was für Texte auf Unterseiten gehören, wie man einen Ratgeber stellt und auch Produktbeschreibungen und so. Darauf werden wir natürlich auch eingehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.